Na gut. Holen wir uns mal die Quest. Ach, wie können meine Eltern mir nur so etwas antun? Wie soll ich nur jemanden lieben, den ich noch nie getroffen habe? Ich soll einen Mann namens Margelo heiraten. Er ist angeblich ein großzügiger Unterstützer der Bibliothek von Mondweiß. Wahrscheinlich aber ist er einfach nur ein naiver, ungehobelter Kerl, so wie alle anderen reichen Söhne. Oh weh, kann ich denn nichts dagegen tun? Doch, makellose Persönlichkeit. Bitteschön. Ich wusste nicht, dass Marcello ein so netter Mensch ist. Vater sagt immer, dass man den wahren Charakter eines Menschen erkennt, wenn er zu solchen spricht, die gesellschaftlich unter ihm stehen. Wenn er seine Diener respektvoll behandelt, kann er gar kein so schlechter Kerl sein. Ich habe zu voreilig über ihn geurteilt. Ich hatte ihn nicht mal getroffen und war mir schon sicher, dass ich ihn niemals heiraten würde. Dieser Fehler will ich wieder gut machen. Ich werde zu ihm gehen, mit ihm sprechen und dann werde ich mich entscheiden. Mach das, Herzchen, mach das. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt habe ich den Mut gefunden, die Angelegenheit selbst zu lösen. Kein Ding. Mentaler Gürtel, oh geil, Freunde. Die Silberblätter ist egal, aber mentaler Gürtel ist gut. Gucken wir mal. Ja, der ist nicht schlecht. Mal gucken, was Thron anhat. Achso, Thron hat das wegen den Deutschen, ne? Physischer und mentaler Gürtel tun sich da, glaube ich, nicht viel, ne? 65 und 50. Angriff und Verteidigung. Angriff und. Das ist dasselbe. Brauche ich gar nicht zu wechseln. Na gut, trotzdem danke dir. So. Dann schauen wir mal. Oh, guck mal hier, da ist noch eine Schatztruhe, die müssen wir aber holen. Hier gibt es wahrscheinlich noch einen Geheimgang, ne? Gucken wir mal. Ah, wahrscheinlich hier runter. Dann irgendwie hier rechts lang, ne? Na gut, gucken wir mal, ob wir so da reinkommen. Ich würde sagen, wir müssen gegen ihn kämpfen. 2, 4, 6, 8. Wir probieren es, Freunde. Irgendwann muss es ja immer passieren. Du Unhold, vor dir habe ich keine Angst. Er ist doch ein alter Veteran hier. Oh, mit feinem Bogen auch noch. Machen wir Feuer. Boah. Wie ist der denn drauf? Das war krass, ne? Der ist ja mal richtig gut sogar. Der ist nicht von schlechten Eltern. Oh ja. Indulge me for a moment.
Genau so habe ich mir das vorgestellt. 1000? Komm, ich halte mich mal sicherheitshalber. Ja, das war's für ihn. Seine Sachen gehören uns. Aber da gibt richtig viele Erfahrungspunkte, jeder Kollege. Und damit haben wir den Exorzistenbogen, meine Damen und Herren. Kann es das sein, dass... Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber der ist sehr, sehr gut. Kämpfe mit mir, wenn du glaubst, dass du eine Chance hast. Ach so. Ja, stimmt ja. Da war ja was. Ach so, hier kommen wir zur Schatztruhe. Rostiger Speer, meine Damen und Herren. Rostiger Speer, seinen einzigen Glanz hat er vor langer Zeit verloren. Da bin ich mal gespannt, was wir mit den rostigen Sachen machen können, ne? Da bin ich so gespannt, Freunde.